Hallo, dies ist wieder Xi. Es geht weiter mit der Wannabe the Boshi. In der letzten Folge haben wir Shang Tsung endlich besiegt. Und wir befinden uns nun im Gebiet Kid Icarus oder Kid Icarus. Ich bleib da mal ausnahmsweise bei der englischen Bezeichnung. Weil ich finde, das klingt besser und Kid ist ja eh schon englisch. Falls es jetzt am Anfang der Folge wieder ein bisschen gehangen haben sollte, was wir ja leider immer mal wieder haben. Das liegt wieder mal an meinem Aufnahmeprogramm, das gerade wieder meint, mich verarschen zu müssen. Ja, jedenfalls sind wir im neuen Gebiet, im zweiten Raum und ja, mal sehen, wie es läuft. Den Raum hier habe ich jetzt eigentlich nicht als so schwierig eingeschätzt. Das einzige Problem hier... Ich hab den Zeitpunkt noch nicht so ganz rausgefunden. Muss mich da erstmal reinfinden. Was generell in dem Raum zu tun ist, steht ja schon fest. Wir müssen einmal darüber alle Koopas erledigen. Da hätte ich auf den oberen Koopa gemusst. Na komm. Ja, kürzlich habt ihr ja gemeint, ich könnte ruhig wieder etwas motivierter sein. Ja, ich weiß nicht, ob ich's... Ja, ich hab's in den vergangenen Folgen sicherlich schon mal erwähnt. Das hat nicht immer zwingend was mit dem Spiel zu tun. Das gibt noch ein paar andere Gründe. Kennt ihr doch sicher auch solche Tage oder auch Zeiten. Da ist man halt einfach ein bisschen fertig abends. Und ja, dafür nicht eine Lücke noch wesentlich schlimmer wäre als eine Folge, bei der ich halt nicht von vornherein motiviert bin. Ach komm schon, Captain Falcon! Nee, so, ich bin jetzt nicht grundsätzlich demotiviert. Im Moment bin ich eigentlich hauptsächlich einfach müde. Freut mich natürlich, dass wir jetzt wieder weitergekommen sind. Bin auch gespannt, was dieses Level wieder zu bieten hat. Erstmal einen Raum, durch den... Das gibt's denn nicht. Das war dumm, ja. Das war abzusehen. Geheimgang habe ich bis jetzt noch keinen gesehen. Was ist so schwierig daran, jetzt auf diesen Koopa zu springen? Richtig, nichts. Und bei dem Koopa da drüben, mal hüpfe ich zu hoch, mal... Wäre es genau so, dass ich... So. Es konnte nichts werden, da war ich unkonzentriert. Ich bleib halt immer auf dem Knopf drauf. Vom Sprungknopf runtergehen wäre ich an der Stelle garantiert nicht. Problem ist, ja, zwischendurch komme ich halt doch so hoch, dass ich dann oben gegen den Stachel dagegen knalle. Und ich meine, ja, ich könnte mich da irgendwie durchfädeln. Das habe ich ja schon rausgekriegt. Ich könnte mich schief durchfädeln, allerdings ist das relativ anstrengend. Okay. Ach ja, wieder mal ein schöner Berechnungsfehler. Ne, Spiel? Hat mir jetzt schon Weilchen nicht mehr. Ja, ich habe schon gesehen, woran es liegt. Ich muss den ersten Koopa hier möglichst weit wieder aufsteigen lassen. Ist der hier weiter unten, dachte ich? Es ist eine relativ knappe Geschichte. Beziehungsweise es kann eine knappe Geschichte sein.
je nachdem, wie ich sie gestalte. Weil ich meine, theoretisch könnte ich ja drüben bei den Stacheln ja auch einfach einen Doppelsprung machen und mit dem durch, zwischen den Stacheln durch. Dann haben wir aber da das Problem, dass der eine Cooper schon nicht mehr in Reichweite ist. Okay. Theoretisch könnte ich auch probieren, dass ich das Ganze hier in einem Zug gleich... in einem Zug anfange. Das traue ich mir aber ehrlich gesagt nicht so ganz zu. So. Jetzt haben wir wieder die Situation. Ach komm, sag mir jetzt... Nee. Ja, wenn ich es nur mal vorher sehen würde. So. Da sah ich jetzt einfach stumm dabei zu, wie Boschi langsam wieder seinem Verderben entgegensegelt. Das war wieder mal eher schlecht. Nee, das geht einfach nicht. Das funktioniert so nicht. Und auch wenn es ein klassisches Lied ist, ich glaube, dass mir dieses Lied sehr bald auf die Nerven gehen wird. Ach, geht doch. Ich sag doch, der Raum ist nicht einfach. Der ist so schwer. Nein. So, vergessen haben wir ja auch nichts. Habe ich ja vorher schon ständig geschaut. Hier ist nirgendwo ein Durchgang. Wobei, wir hatten schon mal einen unsichtbaren. Nein, der war nicht unsichtbar. Der war hinter einer Speierkiste versteckt. Das ist ein Unterschied. Da haben wir eine Kiste. Ach, sag mir nicht, wir haben hier wieder unsichtbare Blöcke. Nein, aber wir haben hier als Ach. Ach so. Ja, das Problem ist nur, hier ist keine Kiste. Aber auch eine nette Idee grundlegend. Ja, das geht auch. Na, ja, hüpfe ich lieber vom Unteren. Ja. Hä? Ach. Klar doch. Könnt auch einfach mal nachdenken. Hä? Oder bin ich jetzt gestorben? Woran sterbe ich gerade? Ach so. Und weil ich nicht weiß, was da unter den Bäumen lauert, lieber mal die Kiste öffnen. Und da haben wir Pit bekommen. So. Die Kiste war jetzt aber nicht so schwer zu bekommen. Allerdings. Moment. Das muss ausprobiert werden. Ich traue diesem Spiel in Sachen Geheimnisse kein Stück. Wow.
Nö, aber grundsätzlich eine nette Idee. Originell. Durchaus. Hab mich der unsichtbare Stachel wieder erwischt. Aber egal, wir haben die Kiste und damit können wir sowieso jetzt weiter. So. Wir merken, weil wir auf der Plattform sicher stehen. Nach oben. So. Lass mich da hoch. Komm schon. So. Kurz vor der Wand. Das müsste ich eigentlich. Wenn Boschi nicht wieder. Hatte Boschi wieder mal keinen Bock auf seinen Doppelsprung? Ich kann keine Ungerechtigkeit vorwerfen, das ist alles gerade eigene Blödheit. Und es ist gut. Es tut sehr gut, wieder selber zu merken, dass man schuld ist. Das war eventuell knapp, keine Ahnung. Mal da hoch, Boschi. Okay. Kurz vor der Wand. Mensch, denk doch mal nach. Nee. So. Da war ich jetzt wieder nicht ganz sicher, wo was ist. Hä? Stand die nicht rechts an der Kante? Komme, glaube ich, nicht ganz rüber. Oh, danke, Spiel. Ah, na gut, hier ist es jetzt nicht ganz so tragisch. Hier passiert wenigstens nicht ganz so viel. So. Na komm. Genau. Nein. So. Woran denn? Oh. Der berührt das Ding da drüben auch noch. Das heißt, ich muss mich da auch noch schnell bewegen. Okay. So, trotzdem auch wieder kein Raum, bei dem ich sagen würde, der wäre extrem schwierig. Muss ich nur einmal anständig anstellen. So. Mist. Ja, ich glaube, ich müsste einfach weiter nach links drücken. Das Problem ist, dann renne ich, wenn ich den Block berühren sollte, einfach weiter und wieder runter. So, nee. Komm. So. Sehr schön. So, fuck you. Nee.
So. Hübsches Element. Finde ich gut. In Ordnung, ich will mir nur den Raum mal kurz ansehen. Ich kann mir aber schon vorstellen, was hier das Problem sein soll. Man kann die höchstwahrscheinlich... Ja, man kann die einsammeln. Das dachte ich mir. So, mal hier ein bisschen weiter vorne. Okay. Was mache ich denn da? Ich komme gerade so an die Münze nicht ran, ne? Ist eigentlich hier nur irgendwas? Sehe ich's gerade. Was läuft denn da hin und her? Das ist, glaube ich, gerade... Ist das wieder ein Schnitter? Oder ist das wieder der Schnitter? Wahrscheinlich besser gesagt. Ja? Ach ja, stimmt, man kann ja wieder hinter den Speicherpunkt, aber... Was bringt mir das? Okay. Ich vergesse es jedes Mal wieder. Und bei den Blöcken könnte ich auch einfach... Genau. Ich benutze einfach den Fallsprung. Fertig. Moment, Moment. Prüfen, ob hier ein Geheimgang ist. Oh, das ist mies. So. Das wird... Drüben. Ja, das sehen wir dann schon jetzt erstmal hier durchkommen. Mist. Na. Gut, gut. Ich kann auch einfach gleich gegen den Stahl dagegen rennen, ja. Ach ja, der Doppelfallsprung. So langsam beginnt nicht das Klackern dieses Gamepads zu mögen. So, so. Wie mit der mechanischen Tastatur, man hört, dass man was tut. Komm, dass er das Intervall halt wieder nur was so Simples angibt. Ich hab doch die unterste gar nicht berührt. Nicht so. Ist es... So, so, so. Genau.
glaube, ich krieg den Doppelsprung da einfach nicht hin. So, genau, immer so ein Stück nach rechts. Also zweimal drücken und... Fall doch langsamer, Boshi. Das habe ich dir auch schon oft gesagt. So, so, so. Wieso springe ich immer gleich nochmal? Jetzt haben sie mich direkt zur Seite geschubst. Springen. Ich vertraue einfach. Jetzt hätte ich im richtigen Moment springen müssen. Also, wie... Ja, okay, jetzt nimm da halt quasi... Jetzt nimm da halt quasi die Thematik eines alten Bosses und vermengen sie wieder mit einem anderen Spiel. Keine Hängerspiel. Kann ich nicht brauchen. Oder Laptop, mir egal. Ich freue mich ja eh schon drauf, wenn ich den neuen Laptop... Hab und dann läuft das Spiel einfach tatsächlich mal durchgehend auf 60 Bildern pro Sekunde. Das wird lustig. Vor allem die Bosse. Das war jetzt ein etwas flottes Intervall, aber egal. Solche Sachen, die auf Zeit gehen, die machen mich immer nervös. Zeitdruck ist schrecklich. Wieso sind jetzt die da drüben verschwunden und die da... Ja, weil ich sie irgendwie berührt habe, keine Ahnung. Jetzt war ich zu schnell dran. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt ich da oben ankomme. Komm schon, das ist eine simple Mechanik. Und wieder sind alle weg. So schnell. Das Schlimme ist, in einer gewissen Höhe kriege ich den Doppelsprung wieder hin, aber ja, dann habe ich in der Höhe habe ich halt dann schon wieder alle Ringe eingesammelt. Und da sterbe ich dann trotzdem wieder. Ne. Das war holprig, aber geschafft. In die Stachel. Den Stachel. In dem Fall. Oh. Ich
Also wenn, ja, wollte gerade sagen, also wenn ich jetzt nicht demnächst sehr viel Glück habe, sieht es leider doch so. Also müssten wir den Raum erstmal erst in der nächsten Folge machen. Das ist schade. So. Wieso? Es fühlt sich dann bei solchen Stacheln teilweise wirklich so an, als ob man reingezogen werden würde. Ah, natürlich liegt es an mir selber, das ist mir schon klar. Ich will hier das Spiel auch nicht für etwas verurteilen, was einfach nicht Tatsache ist. Ja, so viel dazu, ich wäre in Plattforming so gut geworden. Dann hätte ich diesen Raum schon schneller hinter mir gelassen. Ebenso wie wie den anderen. Wenn ich schnell reagieren will, hüpfe ich oben in den Stachel. Da muss noch ein Gefühl dafür her. Wann sich das ändert. Da muss noch ein Gefühl dafür her. Wobei ich mir dann immer denke, es sind nur einzelne Räume. Da lohnt sich's doch gar nicht, mal irgendwas zu lernen. Ich bin nie und immer so hoch gesprungen, dass mich die Stacheln erwischt hätten. Ach Mensch, komm schon. Einmal waren wir schon mal durch. Immerhin. Ich habe zwar kein bisschen verstanden, wieso? Jetzt auch wieder nicht? Nichts habe ich verstanden. Gar nichts. Weil das da oben schon wieder so eine Passage ist, die kann man sich so wunderbar selber verbauen. Ja gut, das kann man über den Rest der Mechanik ja auch sagen. Sobald eine Münze, die falsche Münze weg ist, geht's halt nicht mehr. Dann geht das halt nicht mehr. Versucht er das jetzt über einen Doppelsprung zu regeln, dass ich vorher einen Doppelsprung mache. Schon mal nicht. Letzter Versuch für diese Folge. Aber hey, wir sind wieder weitergekommen. Was soll's? Nee. Das muss ich jetzt noch. Das muss ich mir erst noch ein paar Mal anschauen. Aber das wird. Auf jeden Fall sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder bei Wannabe the Boshi. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.